Wir spielen Civ 6 mit den Schotten. Diesmal bin ich nicht ganz alleine. WB Writing Bull an meiner Seite. Community Moderator und Community Experte Matzo Man. Hi Matze. Hallo zusammen und ganz viele Grüße an euch. Neuer Stream auf Twitch, da zeichnen wir mal auch für die YouTube-Leute. Liebe Grüße an euch alle. Ob live oder in der Aufzeichnung, schön, dass Matze wieder dabei ist. War ein paar Mal nicht dabei, weil er ja montags immer jetzt auf Twitch sein eigenes Let's Play macht, wechselnd zu verschiedenen Spielen und deshalb unter der Woche nicht mehr ganz so viel Zeit hat. Im Augenblick streamt er jeden Montag Kingdoms Reborn, beziehungsweise noch einen Montag. Danach geht es, habe ich gerüchteweise gehört, Matze, bei dir mit Stellaris weiter. Ab dem wievielten und möchtest du vielleicht, ich schubst dich mal ins Rampenlicht, auch die YouTube-Leute einladen, mal eine Reihe von Beginn an live mit dir zu verfolgen? Unbedingt, ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ab dem 4. Oktober geht es los. Bitte alle dick fett in dem Terminkalender anstreichen, dann wollen wir unsere Reise antreten zu den Sternen mit Stellaris, mit dem letzten Update natürlich, was erschienen ist, mit dem Lem-Update, dass wir uns dann auch ein bisschen genauer angucken und dann werden wir ja mit allen Add-ons gemeinsam zocken, das Spiel entdecken und genießen. So sieht's aus. Das erlebt er hier auf Twitch am übernächsten Montag, am ersten Montag im Oktober und natürlich auch in der Aufzeichnung nachher auf YouTube. Niemand ist gezwungen, Livestreams sich anzuschauen. Alle, die das nicht möchten oder nicht können, sind genauso willkommen auf YouTube. Das wisst ihr ja. So, wir machen los. Im Vergleich zum letzten Mal habe ich ja prominente Unterstützung am Mikrofon. Aufgabenstellung ist immer noch die gleiche. Wir nehmen Venedig ein, da machen wir einen Klammerangriff von Südwesten und Nordwesten auf die Ungarn, die wir bislang noch nicht knacken konnten. Haben ihnen eine Stadt abgenommen, das ist Pompeji, jetzt heißt die Stadt so. Eigentlich sollte es Rom heißen, aber da der Vesuv im nebenan ist und uns viel schon kaputt gemacht hat, spielen wir hier mit Pompeji. Wir haben entdeckt aufgrund eines Tipps im Chat, ich hätte es glaube ich gar nicht wahrgenommen, dass Venedig im Augenblick ohne Suzerän ist, haben zugeschlagen und sind kurz vor der Einnahme von Venedig und sollten dann übers Land besser zu den Ungarn reinrücken können. Die haben starke Klippen hier, haben mit Lager die Küste gesichert, man kommt hier ganz schwer rein. Ungarn das nächste Ziel, dann geht es weiter Richtung Byzanz, dann die weiteren Hauptstädte. Unser Hauptproblem bleibt weiterhin der Portugiese, Johann der Dritte, der König von Portugal, der unseren ersten Angriff locker abgewehrt hat, der sich eingebunkert hat hier in Iberien. Wir müssen eigentlich nur Lissabon einnehmen für einen Hauptstadtsieg, einen Herrschaftssieg. Wir müssen die ursprünglichen, die Starthauptstädte jeder Ziff besitzen, das würde reichen, aber der ist uns in beiden Forschungen, sowohl bei der kulturellen, der violetten, als auch bei der blauen naturwissenschaftlichen Forschung, deutlich voran. Etwa eine Epoche und das merkt man. Das wird ein ganz, ganz harter Endgegner, ein Endboss noch bei uns werden. Müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Großes Risiko oder große Unsicherheit ist weiterhin der zufällige Tech Tree, der alles Planungen durcheinander wirbelt und es uns zusätzlich erschwert. Wir spielen ja auf Gottheit, wie immer. Auf dem Schwierigkeitsgrad da ganz, ganz oben. Und der zufällige Tech Tree benachteiligt uns im Vergleich zur KI, weil wir normalerweise sowas aufholen können. Solche Boni, Cheat-Boni für die KI, dadurch, dass wir halt gezielt bei der Forschung uns die Eingebungen und die Heurekas holen, also die 40% Boni, die man triggern kann, wenn man geschickt spielt und weiß, wie es läuft. Das ist ja sehr, sehr schwer möglich und das bremst uns echt aus. Das merken wir auch. Das ist ein echtes Problem. Zum Beispiel haben wir mittlerweile die Möglichkeit, eigentlich neue Einheiten freizuschalten in der Forschung. Aber wir können weder Artillerie noch Infanterie trauen wir uns überhaupt mit der Forschung freizuschalten, weil irgendwo hier in der Epoche, in der Moderne, das Öl freigeschaltet wird. Wir wissen aber nicht wo und wir haben ein bisschen Schiss, dass die Entwickler bei diesem zufälligen Tech Tree das nicht so sauber hinbekommen haben bei der Programmierung und dass es sein könnte, dass wir nach der Freischaltung der Artillerie durch Technologie und der Freischaltung der Infanterie keine Möglichkeit mehr haben, die vorigen Einheiten in diesen Zweigen, Nahkampfklasse und Belagerungsklasse, noch bauen zu können, weil das Öl uns nicht mehr zu, weil uns kein Öl zur Verfügung steht. Das ist, normalerweise darf das nicht sein. Normalerweise ist das ein Mechanismus, dass sowas nicht auftreten kann. Wir hatten allerdings schon mal einen Fall, ich weiß nicht mal, ob in diesem oder im Let's Play vorher, wo das halt beim zufälligen Tech Tree nicht sauber klappte. Deshalb erforsche ich jetzt weder Stahl noch Normbauteile, aber wir können die beiden Einheiten ja eh im Moment nicht bauen. Uns fehlt das Öl dafür. Dann müssen wir im Hinterkopf noch behalten, dass der nächste Zeitalterwechsel sehr, sehr bald ist. Das ist bereits in 8 Runden. Wir bauen im Augenblick das Taj Mahal. Wir müssen unbedingt ein goldenes Zeitalter bekommen. Das wäre echt cool, weil beim Herrschaftssieg werden wir immer wieder Situationen haben an den Grenzen, wo wir Probleme haben mit dem Loyalitätsdruck,
eroberte Städte, frisch eroberte Städte auch zu halten, als die Macht, die angreift und in feindliches Territorium und in deren Bevölkerungsdruck hereinzieht, hineinzieht. Das ist ein Problem für uns und deshalb bräuchten wir eigentlich ein goldenes Zeitalter. Krux dabei ist, wir hinken noch hinterher, wir brauchen noch 9 Punkte. Pardon, brauchen noch 11 Punkte, haben dafür nur 8 Runden Zeit, haben allerdings einen Plan. Taj Mahal wird zuerst gebaut, da gibt es ja ordentlich Boni durch das Weltwunder auch in Folge. Da haben wir noch ein paar Karten in der Hinterhand, zum Beispiel Naturforscher uns kaufen mit Glaubenspunkten. Nach der Eroberung von Venedig hier einen Nationalpark bauen, dann eine erste Eisenbahnstrecke bauen, die zwei unserer Städte verbindet, Varvonix und El und Servisia. Wenn in 2 Runden ein Militärpionier zur Verfügung steht, der die bauen kann, vielleicht hier oben im Norden mit diesem großen Admiral mit Santa Cruz, der eine entsprechende Fähigkeit hat, aus der Fregatte, die in 3 Runden fertig ist, eine Armada zu zaubern. All das sind Dinge, die einem eigentlich Zeitalterpunkte bringt und mit ein bisschen Glück und Geschick klappt das. Dazu kommt übrigens jeder Nationalpark, den man baut, gibt Zeitalterpunkte. Nicht nur der erste und auch nicht wenig. Das ist echt ein Vorteil. Und wir hätten auch in Venedig gleich die Möglichkeit, mit dem nächsten Nationalforscher gleich, ich habe auf eine Runde weiter versehentlich geklickt, gleich danach schon mal den nächsten Nationalpark daneben hinzusetzen. Der erste Naturforscher kostet 600 Glauben, der nächste 700, 1,3 in Summe. Links oben in der Anzeige seht ihr, das würden wir schaffen. Da könnten wir nebeneinander 2 Nationalparks bauen. Allein das mit dem einen oder anderen dieser Boni sollte reichen. Danke an Wer dich träumen fürs Cheeren. Hi, liebe Grüße an dich. Dickes Danke von uns beiden. Matsumen, soll ich dich auch mal zu Wort kommen lassen oder ist alles okay? Es ist alles okay soweit und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch ein goldenes Zeitalter auf jeden Fall hinbekommen. Da mache ich mir keine Sorgen. Friedrich Barbarossa, willst du mein bester Buddy sein? Gleich nach Matsumen. Wir gucken mal. Ja, ein starker Verbündeter ist der beste Freund, den man haben kann. Lasst uns in Frieden leben. Freundschaft war gerade abgelaufen. Unwetter wütet hier im Osten. Eine Beförderung könnten wir hier vorne holen mit der Karavellenflotte. Darüber denken wir gleich nach. Wunder, Casa de Contratación, fertiggestellt von Johann III. Dadurch bekommt er viele neue Gesandte. Und irgendwo brauchen wir Wohnraum. Das ist mir im Moment Schnuppe. Jetzt gehen wir weiter auf Venedig vor und hoffen da das Beste. Und haben die Stadt noch nicht ganz komplett runtergebombt. Haben hier ein Bombardenkorps, das ich eine Beförderung holen kann. Wir machen erstmal die anderen Geschichten. Wir haben hier vorne... War ja nicht noch eine Militäreinheit? Ach, die ist an Land gezogen, ja. Die ist wieder an Land gezogen, okay. Der ist in Schussreichweite, ja. Mit dem ziehen wir eins hier rüber. Mit der Fregatte fahren wir einmal auf Venedig drauf, bitte. Wir haben einen Sanitäter frisch freigeschaltet, der heilt die Einheiten drumherum. Venedig, ordentlicher Schaden. 63 müssten wir noch runterbomben. Wir könnten ihr Haupt plündern. Das würde uns bringen 472 Gold. Die könnten wir verdammt gut gebrauchen. Dann würden wir das eine Runde hinauszögern. Wie sieht es hier aus mit den Ziffs? Basilius ist ja so zerrän und hat nicht sauer reagiert. Wir plündern. Wir machen Folgendes. Hier können wir noch einmal plündern und den Marktplatz kaputt machen. Beziehungsweise den Markt plündern. Bringt nochmal 472 Gold. Darauf will ich nicht verzichten. Und wir lassen uns noch eine Runde länger von der Stadt beschießen. Plündern eher nochmal. Und ziehen hier noch nicht rein, sondern benutzen stattdessen hier vorne. Gesundheit durch den Bauernhof hier vorne. Hey Tatze, du bist ein Schatz. Vielen Dank an Tatze für die 5 Abos, die du verschenkt hast. An Arcevo, an Lukas, an Kixi McFly, an Jutanka und an Volkastra. Ein dickes Dankeschön an unseren Tatze. Hi, liebe Grüße an dich. Sehr großzügig. Die ersten fetten, dicken Abo-Geschenke heute Abend. Vielen lieben Dank. Wir heilen einmal hier aus und plündern hier. Und mit der Karavellenflotte befördern wir uns und heilen auch aus.
Und nächste Runde plündern wir nochmal und dann können wir mit der Fregatte das ganz runterbomben und dann mit dem frisch gehaltenen Linieninfanteriekorps rein. Hätten auch mit beiden jetzt runter, wir hätten auch jetzt schon eine Runde früher reingehen können, aber das sind sehr hohe Gelderträge. Wir produzieren im Augenblick nur 50 Gold. Hier die Möglichkeit, noch zweimal zu plündern, jetzt und ein zweites Mal noch, das ist mir zu wichtig. Da bekommen wir in Summe 900 Gold, das können wir so dringend gebrauchen. Vielleicht auch für den Kauf von Zufluchten, die sauteuer sind im Bau. Die wir im Augenblick mehrfach eingestellt haben, zum Beispiel hier oben, können wir die jetzt kaufen. Kostet 1,7. Wir haben nur 19,5 hier oben an Produktionskosten. Ich würde so eine Zuflucht kaufen, Matze. Das bringt unfassbar viel. Ja, also gerade da, wo wir dann wirklich atemberaubende Geländefelder drumherum haben, wenig Bürger, also wenig Produktion, aber natürlich genug Bürger, um das auch zu bewirtschaften, da ergibt das viel Sinn und da würde ich sie auch kaufen. Also da oben könnten wir das machen, alternativ in El und Servisia. Da haben wir hier unten, glaube ich, oder eins drüber. Nee, hier. Genau. Das ist ein Schutzgebiet. Oh Gott, hier müssen wir noch ganz viele Sachen abreißen. Wir stehen noch zwei Alcazare. Die müssen wir noch entfernen. Achso, die müssen wir alle noch entfernen. Die müssen wir alle noch entfernen. Wir entfernen erstmal hier vorne den Bauernhof, rund um das Schutzgebiet. Den können wir nicht mehr entfernen, den Bezirke, der bleibt da stehen, nur die beiden Alcazare können wir entfernen. Wir bauen erstmal hier weiter, an der Zuflucht. Hier entsteht ein Hain, hier ist die Produktion bei 41,3, das ist gut. Dann kaufen wir hier oben. Hier links sind verschiedene Zufluchten auch im Bau, oben 14 Runden, 6 Runden 12. Hier ging es im Prinzip auch. Hier ist die Zuflucht hier unten. Gottes Willen, warum haben wir denn hier die Schafe hier angeschlossen? Das ist doch vollkommen... Warum haben wir denn die Schafe angeschlossen, Matze, neben dem Schutzgebiet? Ja, ich glaube, das ist noch lange her, dass wir die Schafe angeschlossen haben. Aber die Schafe, die brachten uns durch das Pantheon eine Kultur mehr. Und wir haben damals gesagt, dass wir auch durch das Schutzgebiet, glaube ich, nur eine Kultur mehr bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder sogar gar keine, weshalb wir dann die Schafe genommen haben. Nahrung und Glauben bekommt man darüber, das sollten wir jetzt aber ändern. Also in dem Augenblick, wenn hier oben das Schutzgebiet gehört zu Aethon Bull, sobald das fertig ist, das könnten wir jetzt auch kaufen, hier ist die Produktion bei 27, das wären 14 Runden, weil das ist schon sehr cooles hier, da entsteht sehr viel. Aber wir machen das mal hier unten. Hier gibt es nämlich kaum Bauprojekte. Der Anschluss entsteht Forschung und Produktion. Und bauen kann man hier nicht so viel. Und hier vorne sind wir näher an der Front und können mehr Einheiten produzieren. Wir machen das mal hier. Und die Schafe können wir übrigens lassen. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Das Geländefeld ist leider nicht bezaubernd oder atemberaubend genug. Das heißt, das Schutzgebiet würde dort keine Erträge uns bringen. Und die Schafe, die machen da nichts kaputt, die weide da drauf. Stimmt. Und deshalb ist da das ganz gut so platziert. Das war der Grund, ganz genau. Sehr gut. Deshalb ist hier alles eigentlich okay so. Dann gehen wir hier wieder hin und kaufen das hier einmal. Hat uns 6 mehr an Forschung gebracht. Oben links von 235 auf 241 drauf. Zuflucht gibt halt nochmal Produktion und nochmal nochmal Forschung. Und Nahrung, glaube ich, auch. Das ist ein bisschen gestufelt nach der Anziehungskraft der Geländefelder. Hier sieht man das ganz gut. Rund um Schutzgebiet läuft es ganz gut. Voraussetzung ist, auf den Gebieten drumherum in einem Felderradius darf kein Bezirk stehen und keine Modernisierung. So, jetzt haben wir hier vorne Handelszentrum gebaut. Nächster Schritt jetzt Markt. Müssen wir nicht. Das hatten wir vorher mal gebaut. Jetzt können wir auch den Markt weitermachen. Und hier sammeln wir noch Punkte für den Taj Mahal. Wir brauchen 290. Danach kann man den Ingenieur auflösen. Wir produzieren 62. Nächste Runde lösen wir den einmal auf. Und danach nochmal, der 2 Aktionen. So, also der setzt nochmal eine Runde aus. Und jetzt sind wir hier. Genau. Das haben wir alles gemacht. Jetzt ziehen wir von hier aus Richtung Osten. Die haben mächtig aufgerüstet. Die haben mittlerweile 262 an Militärstärke, wir 1,2, 1263.
da mir ein Musketenbikini, ein Husar und hier unten noch an der Küste noch einen weiteren Husar, der hier drin steht und auf uns lauert. Wir müssen teilweise noch heilen. Wir haben hier jemanden, der heilen, der ein Heiler ist, ein Sanitäter. Wir ziehen mit dem Sanitäter mal in die Mitte und lassen ihn hier für eine Runde stehen. Dann heilt er diese drei Einheiten aus. Mit den anderen können wir schon mal vorziehen. Die Frage ist, was ist unser Ziel? Mischkolsch ist leichter einzunehmen, allerdings auch ein langweiliges Ziel, aber wir können dann von oben Druck auf den Rest ausüben. Mischkolsch hat nur 58er Garnisonstärke, steht keine Einheit drin. Hier steht ein Husar drin. Wir verhindern, dass der oben reinzieht, dann wäre das schon die halbe Miete. Lass uns mal die Stadt im Norden uns holen, Matze, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass wir das gut einkesseln und so wie du es gerade erklärt hast, ergibt das Sinn. Ziehen wir den anderen vor. In wenigen Runden, nämlich in deren 7, haben wir die Mobilisierung, dann können wir Dreierarmeen bilden. Das ist vor allem für die Bombarden echt Gold wert. Dann können wir die beiden hier zusammenfassen zum Beispiel. Das brauchen wir auch dringend, weil tatsächlich ja die Ungarn nicht ganz so schlecht sind in der Verteidigung. Wir haben es eben bei der Stadt gesehen mit dem für mich unaussprechlichen Namen östlich von Bulin. Da machen unsere Bombarden wenig Schaden. Also müssen wir sehr, sehr lange drauf feuern. Es würde klappen, aber es geht noch smarter mit den Armeen dann. Also, ich überlege mal gerade, ob wir den schon mal auf das Stadtfeld ziehen, um schneller nach vorne zu kommen. Dann wird er nicht ganz aus sein, aber der hat noch eine Beförderung. Dann ist alles klar. Ziehen wir mit ihm hier vorne hin und ihn jetzt hier rein, einmal hier hin, dann machen wir einen Golfplatz, den können wir direkt hier vorne hinstellen, da gibt es zwei Annehmlichkeiten mehr, das ist unser Überblick bei einem Stadtstatus, sieht okay aus, zwar nicht mehr begeistert, aber zufrieden, die heilen hier vorne. Mit ihm können wir im Moment nichts machen. Die müssen erstmal in Ruhe übersetzen. Der Handwerker hier repariert. Und einmal ein Spion, mit dem wollten wir... Ah ja, Gegenspionage machen, den hatte ich aufs falsche Feld gesetzt. Das hatte ich mal letztes Mal beim Stream rausbekommen, also das wusste ich gar nicht, dass wenn man einen Spion einsetzt in Gegenspionage und Befehl schon gegeben hat und er steht da und will das gerne abbrechen oder den woanders hinstellen, das geht problemlos. Man kann einen Auftrag Gegenspionage abbrechen, wusstest du das? Ja, da gibt es diesen Knopf ne, zum Abbrechen, aber ja. Ich habe das, glaube ich, noch nie selbst verwendet. Weil du dich noch nie verklickt hast. Alle angehen. Ja, na, ich verklicke mich ja grundsätzlich nie. Nein. Aber ja, es geht tatsächlich. Aber jetzt erklären wir mal, da haben wir letztes Mal drüber diskutiert, wenn ich den anwähle und ich will eine Gegenspionage machen, warum haben die Entwickler das so gemacht, dass man auf den Button Gegenspionage zweimal klicken muss? Einmal draufklicken, ja. Entleert das Interface, ein zweites Mal draufklicken, bringt die Übersicht für die Gegenspionage. Warum? Eine sehr gute Frage, auf die ich bis heute keine Antwort gefunden habe. Und das Phänomen gibt es schon, Leute. Seit Civ 6 Vanilla hat mich das schon irritiert, dass man da immer so häufig draufklicken muss und dann immer gar nicht weiß, bin ich hier wirklich richtig oder nicht. Genau. Hier wollten wir draufstellen auf den Regierungsplatz. Es ist wirklich grotesk. Dann wollten wir noch einen neuen Golfplatz bauen. Wir wollten erstmal die Mine für die Kohle uns machen. Ab jetzt produzieren wir Kohle und mit dem gucken wir mal, ob wir vielleicht hier oben in Island noch ein Städtchen gründen können. Der macht ein Nickerchen. Ach, der kann schon ein Feld vor. B.
bleibt hier stehen. Dann haben wir hier einen Handwerker. Gibt es irgendwas zu reparieren? Nur Bezirke. Die lassen wir mal links liegen. Keine Modernisierung. Der bleibt da auch erstmal. Ach, er kann auch schon mal ins Wasser. Ach, wir lassen ihm noch mal eine Runde hier. Da ist was, der Vesuv noch an der Ärger macht. Und das ist ein neues Bombardenkorps. Das kann man schon mal rüberziehen. Oh, wir kommen nicht her. Ich hätte noch einen Punkt zu Pompeji. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir dort ja eine Einheit stationiert haben, damit dort die Loyalität so hoch wie möglich bleibt. Diese Einheit ist allerdings ausgehoben von Granada, ja, die gerade schwer belagert werden. Und wenn Granada vernichtet wird, schwindet auch die Einheit, weshalb wir zusehen sollten, dass wir diese Einheit austauschen, weil ich fürchte, dass wir ansonsten Pompeji verlieren werden. Sehr guter Tipp. Jetzt kommen wir hier wieder rein. Ich hatte gerade die offenen Grenzen erneuert. Mit den Deutschen. Korvettenflotte, ein Level up bitte. Kampfstärke. Wollen wir mal gucken, ob wir weit im Osten noch irgendwas Spannendes entdecken. Und eine Runde weiter. Wenn man draufklickt auf den Button Karavelle ist zur Beförderung verfügbar, landet man bei diesem Linieninfanteristkorps. Was hat uns das zu sagen, Matze? Ist das irgendwie eine geheime Chiffre? Will das Programm uns unterschwellig irgendwas beibringen, wie zum Beispiel Mensch? Bringt doch euren Linieninfanteristen auch das Schwimmen bei. Es kann ja irgendwas Schlimmes passieren. Ich weiß nicht. Ja, also ich denke mal, die sehnen sich nach dem Meer und das ist die Botschaft. Bitte wassert mich, ich möchte auf dem Meer umherschippern. Eine Fortbewegung ist cool. Was aber auch cool ist, ist, wenn man über Flüsse direkt angreifen kann. Ohne, dass es da Mali gibt. Schwer zu sagen. Kann man beides machen. Also ich glaube, für uns wichtiger, ich würde Angriff auf Flüsse. Wir haben die Ungarn, da sind so viele Flüsse. Machen wir mal amphibisch. Müssen uns dann allerdings auch behalten, dass wir dieser Einheit ja diesen Bonus gegeben haben. Ich persönlich vergesse was schnell und gerne. Aber noch können wir den Überblick behalten. Du bist ja mit dabei. Du behältst mit den Überblick, bitte. Ja, und vielleicht können wir der Einheit ja dann einen hübschen Namen geben, der irgendwie heißt, hier, ich bin der Wasserangreifer. Oder ja, so. Wunderbar. Die Prachtkappen zum Beispiel. Nee. Ja, welchen Namen? Ja, das sind die amphibischen. Ich hab schon einen Tipp im Chat. Aquaman! Aber natürlich nicht mit AN, mit EN, weil das ganz, ganz viele sind. Das sind unsere Aquaman. Hübscher Name. Ja. Eine Runde weiter. Drei Feinde, ja. Die ziehen vor, freundlicherweise. Das ist sehr sympathisch. Außerhalb der Schussreichweite, wir müssen gar nicht mehr in Schussreichweite der Stadt reinziehen. Die ziehen zu uns hin, das finde ich cool. So, dann können wir mal feuern. Die feuern auf uns, Venedig. Einmal Feuer frei. Schießen die auf die Bombarden, das ist klug. Die wurden aber zugleich geheilt. Wegen des Sanitäters, der die sogar heftig geheilt. Plus 25 ist echt krass. Und jetzt gehen wir rein nach Venedig, Matze. Oh ja. Das heißt, wir feuern noch einmal. Mit der Fregatte hier oben drauf. Nimm das! Ja, es ist ein Klacks. Es wird noch einmal hier geplündert. 472 Gold. Und jetzt können wir reingehen in die Stadt.
mit der Karavelle, was ich sehr stilvoll fände bei einer solchen Lagunenstadt wie Venedig. Ich glaube, das machen wir. Mit einer Karavellenflotte rein nach Venedig. Das ist genau das Richtige. Es erinnert mich irgendwie an die Fotos von heutzutage, von diesen riesengroßen Kreuzfahrtschiffen, wenn die vor der Skyline von Venedig dort anlanden und die Touristenmassen in die Stadt reinschicken. Das sind ja atemberaubende Bilder. Bilder der obszönsten Hässlichkeit. Wenn diese turmhohen Kreuzfahrtschiffe bei Venedig dann landen oder dorthin fahren. Das sind Bilder, das ist so atemberaubend absurd, ne? Und sowas machen wir jetzt mit einer Karavellenflotte rein nach Venedig, dann fällt Venedig und dann ist das Tor offen zum Reich der Ungarn. Dann können wir die endlich auch von Süden her richtig unter Druck setzen.